Wir alle sprechen über Digitalisierung, über Globalisierung und über Urbanität. Also große Trends und Entwicklungen, die wir stark beobachten und wo sehr, sehr schnell neue Trends und Innovationen entstehen. Und dabei passiert aber speziell im Lokalen im Moment sehr, sehr viel, weil eben genau durch diese Vernetzung und durch die Globalisierung sich Menschen immer mehr nach Natur sehen, nach Entschleunigung und nach Achtsamkeit und nach ganz persönlichen Geschichten, die der Händler aufgreifen kann. Zum einen zeigt sich, dass immer mehr Grünflächen beim Händler mit eingebaut werden. Also Händler entwickeln sich teilweise zu Streetfood-Märkten. Aber tatsächlich auch die persönliche Geschichte spielt eine viel größere Rolle jetzt beim Händler, bei dem individuellen Händler. Wir sehen in Berlin-Mitte beispielsweise, dass eine globale Marke wie Adidas anfängt, nur Berliner Geschichten zu erzählen, Berliner Design, Berliner Produkte, um eben sich da auch abzusetzen und persönliche Geschichten zu erzählen. Während in den Supermärkten eben der Gastroanteil und der Street-Market-Anteil immer mehr zunimmt, weil man das Gefühl hat, sich auf einmal in regionalen Gegenden, in lokalen Gegenden zu bewegen. Immer mehr Händler setzen tatsächlich auf einen guten Mix aus einem Gemeinschaftsgefühl, also zusammenzukommen und Regionalität zu leben. Das zeigt sich in Produkten, das zeigt sich im Design, das zeigt sich aber auch in einer neuen Form der Lieferung. Das heißt, auf einmal gibt es Fahrradkuriere statt den großen Post- und DHL-Paketen, die eben genutzt werden, um auch Regionalität bis zum Ende, also bis zur Lieferung zu bedenken.